Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir eine kleine Einsatzbesprechung gehabt, also ich nicht, ich habe was gesoffen und habe Wedge beim Dartspielen fertig gemacht, aber die anderen hatten eine. So, und heute begeben wir uns nach Hause, ein bisschen schlafen, doch genau da wartet jemand auf uns. Viel Spaß. Vor allem mein größtes Problem ist immer die Abwehrtaste. Ich denke immer, das ist X. Bist du ja endlich! Hab dich schon vermisst! Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Ifrit, ich wusste es. Die Roten sind immer diese, wie hießen die nochmal? Mit Beschwörermaterial kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materia löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Beschwörermateria werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Okay. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Was soll ich denn hier einpacken? Ich habe hier nicht meine eigene Truhe oder so. Aber ich könnte... Waffenmodifikation, Cloud. Die Eisenklinge verwenden wir derzeit, ne? Für die Fähigkeit. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich hin. Ach, ich sehe schon da. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall einen krassen Kampf haben heute. Oder morgen. Je nachdem, wie es geschnitten wird. So, Sternenreif, ja, gut, der Rest ist kacke. Jawohl, wir mal. Bist du bereit? Ja. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Ich find's cool, dass sie so viele neue Sachen eingebracht haben. Aber das Spiel an sich war doch auch schon ziemlich extrem lang. Haben die dafür was anderes weggeschnitten? Ein Cloud für alle Fälle. Ich hoffe nicht. Oh, ein interaktiver Ladebildschirm. Der wahrscheinlich die Ladezeit deswegen noch erhöht. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt
mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay. Nein, oder haben die gelebt? Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Darf ich selber fahren? Darf ich selber fahren? Darf ich selber fahren? Oh. Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnarren! Vollgas voraus! Keine Ahnung, wie man fährt, aber ich hoffe, ich darf fahren. Oh, ich habe ein Schwert in der Hand. Ja. Cloud. Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Ja, ich darf fahren! Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz aber wie gut ich ohne Hände fahren kann. Na super. Ach, kein Problem. Wir haben den Plan dabei. Wieso habe ich eine Waffe? Na klar, freue ich mich da. Ach so, wegen denen. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Die Arme um einen starken Mann gestoppt. Meine Güte. Sag mal, kannst du nicht fahren oder so? Kann ich auch schneller fahren? Beschleunigen. Sehr gut. Ja! Woo! Beschleunigen ist immer gut. Ich doch nicht. Ja, ich kann beschleunigen. Ich habe es jetzt erst gesehen. Bremsen? Wer braucht hier eine Bremse? Bremsen sind für Noobs. Ich brauche keine Bremse. Ah, da kommen die nächsten. Okay, die schießen zum Glück auf die. Und jetzt kommst du dran. Zack. Oh, ist das cool. Hast du dich etwa für mich sonst freigelegt? Alter. Danke. Sag mal, kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Ich will schneller fahren. Oh, schneller. Die zielen immer nur auf die anderen, nicht auf mich. Das ist recht praktisch. Boah. So, jetzt holen wir uns den anderen. Oh Gott. Oh, nein. Ihr macht das schon, Jungs. Oh. Okay, wir haben ihn irgendwie erwischt. Aber ich darf nicht mehr überall gegenfahren. Wobei, mein Fahrzeug sieht ja noch richtig gut aus. Wieso sind die schneller als ich? Oh, ist das eine Granate? Ist das eine Granate? Oh, das war eine Granate. Jetzt auf damit! Uncool! Oh. Erstmal schön wegrammen. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Der fährt in seine eigenen Granaten rein und das tut ihm nichts. Komm, weg!
Aha, ausgewichen. Okay, dem geht's nicht gut. Hui! Das ist cool. Oh, Driftattacke. Was ist eine Driftattacke? Oh. Ich weiß Bescheid. Oh. Oh, was kommt denn da jetzt? Was? Hä? Was war das? EMPs? Alter. Ihr kleinen Nervensägen, weg mit euch. So, fehlt nur noch der eine, ne? Na komm, zieh doch mich. Haha, geblockt, was willst du da machen? So, jetzt nochmal Gas geben. Wie lang ist denn dieser Tunnel eigentlich? Ich bin ja jetzt mindestens schon von Hamburg nach Berlin gefahren. Als nächstes machen wir die Driftattacke bei irgendwelchen Gegnern, die kommen. Sorry. Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Soll das heißen, er kommt? Stimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. Ja, dann. Kannst du uns irgendwie helfen? Ich versuch's doch schon. Mein Attack hat irgendwie wenig gebracht. Wir müssen den beiden helfen. Das gibt's doch nicht. Wieso kriegen die nichts ab? Oh, gerade noch rechtzeitig. So. Kommen wir zu dir, mein kleiner Freund. Deine EMP kannst du für dich behalten. Aber wer war das gerade eben? Hier kommt bestimmt gleich jetzt noch ein Bossfight. Gegen diesen Motorrad-Heini vielleicht. Oh, auch nicht. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Da kommt doch noch was. Ja, sag ich doch. Oh, drei Leute. Vier Leute. Wir sind alle so scheiße schnell. Wo ist der eine? Oh Gott, egal. Ich geb doch schon Gas, aber der ist schneller als ich aus irgendwelchen Gründen. Da kriegt man ja richtig eine Gänsehaut. Sorry. Vielleicht sollte ich einfach kein Gas geben, warten, bis die kein Gas mehr geben und dann selber Gas geben. Da ist der Typ. Okay. Was denn jetzt? Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab. Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Oh Gott, die Brücke! Oh. Darf ich mich einklinken? Oh, nicht was? Na gut. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lutsche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeitsschatz. Lutsche? Du hörst ja doch. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Oh, ist der eklig. So, jetzt bin ich endlich bei dir. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Ja, ich bin Erster. Alles klar, Penner. Warte ab, bis ich an dich rankomme. Ja, prügeln wir uns, bis einer von uns umkippt. Los. Da bin ich dabei. Du wirst zuerst umkippen. Driftattacke, komm.
Ach, verdammt. Jetzt gibt er natürlich Gas. Wieso hat er ein schnelleres Motorrad als ich? Nicht so verbissen auf die Straße gucken. Schön mich im Auge behalten. Ja. Einen habe ich abbekommen. Na komm, 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 komm. Lächeln. Das ist doch keine Beerdigung. Ah. Scheiße. Ich verliere ein Tempo, wenn er mich trifft. Okay, Driftattacke! Was macht der Typ? Der hier nicht drauf, scheint immer anzustammeln. Ja, nicht übel. Ich sehe Potenzial. Und Liebe zum Motorrad. Doch noch fährst du nur. Ah, ich hab. Zu leben. Oh, oh nein! Was, what the fuck war das? Ich hab grad gesehen, ich hab noch einen Distanzangriff. Das ist ganz gut zu wissen. Okay, machen wir auch mal eine Sturmklinge. Zack! Wie gefällt dir das, hä? Deine eigene Medizin. Oh, okay. Alter, was? Nicht so schnell, sie auch nicht so schnell. Dann trifft er dich auch nicht. Was macht der? Wuhu! Okay, Prügelattacke. Ah, jetzt weiß ich, wozu das Bremsen da ist. Aber er ist so gut wie am Arsch. Okay, tschüss. Das ist keine Chance, mein Freund. Ich habe gesehen, wie man diese komischen Attacken macht, die du machst. Oh! Komm, gleich ist er kaputt. Tschüss. Bin da mal weg. Schluck meinen Staub. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla. Bis die Motoren zum letzten Mal aufheulen, möge der Bessere triumphieren. Wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal. Was? Holy shit. Ha, schade. Das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippee-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh! Weg hier, bevor die Verstärkung kommt! Das war mal was anderes. Nicht schlecht? Nicht schlecht was? Gefahren! Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Huch. Was ist? Fast. Wär's um mich geschehen. Reingelegt. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Er musste die ganze Zeit sein Schwert mit einer Hand festhalten. Kranker Typ. Ab hier laufen wir.
ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Zur Werkssiedlung. Ja, wir haben den ersten Soldaten quasi bekämpft. Also, ich will jetzt nicht spoilern, aber Soldaten sind nicht unbedingt Soldaten. Also Soldat ist quasi eine Organisation innerhalb der Soldat. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Na gut. Zaubertrick. Alles klar. Ich laufe mal in die Richtung, ja? Och, Mann. Spielverderber. Sektor 7, Werksiedlung. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Dann schauen wir uns mal um, was gibt's denn noch? Wir leben in der Zukunft und ich sehe hier eine Telefonzelle. Alles klar. Oh, ich sehe Kisten. Kisten zum Kaputtmachen. Ah, ich kann hier nicht kämpfen. Leider nicht. Aber Gegenstände kann ich benutzen. Das hier ist so eine Art Chill-Out-Area mit kleinem Basketballplatz. Okay, es gibt schon mal einen Pluspunkt. Basketballplatz. Finde ich gut. In der Zukunft sollte es Basketballplätze geben. Dann haben wir ganz viele Autos. Ich weiß ja nicht, aber... Ja gut, Zukunft kann man ja auch nicht sagen, ne? Also die benutzen hier eine alternative Energiequelle, die quasi den Planeten leer lutscht. Aber wenn ich mir das so angucke, sind sie im Jahre, ich würde sagen, 1990. Also quasi da, wo das eigentliche Spiel erschienen ist. Aber hätten die ruhig ein bisschen aufpeppen können, hätte ich nichts dagegen gehabt. Na gut, schauen wir uns ein bisschen um, bevor wir zu unserer Quest gehen. Was sagt die Karte? Da können wir höchstwahrscheinlich nicht hin, weil da ist auch nichts. So, zumindest gibt es hier Straßen. Das heißt, die Autos ergeben schon mal Sinn. Immerhin etwas. Vielleicht finden wir hier irgendwie noch eine Kiste oder irgendwas. Das wäre von Vorteil, vielleicht irgendwo, wo Licht ist. Also wäre ich klein, also ein Kind, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, hier aufzuwachsen. Es ist natürlich ein bisschen wenig grün. Gibt's hier überhaupt grün? Gibt's hier irgendwie eine Pflanze? Seht mal. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter... Macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Tja. Was mich irritiert ist, dieser Gartenschlauch. Warum haben die einen Gartenschlauch? Ich sehe hier nicht ein bisschen grün. Also kein bisschen. Ich muss zum Hintereingang. Was macht dieser Gartenschlauch da? Der ist irgendwie unnütz. Aber gut. Ich stelle keine dummen Fragen. Dann chillen wir mal. Da fragt man sich doch, denken Entwickler eigentlich nach? Oder beziehungsweise Designer machen das ja. Das machen ja die Level-Designer, glaube ich, ne? Denken die überhaupt nach oder platzieren sie einfach so
Ja, Gartenschlauch, das gehört zu dem Haus, da packen wir da mal hin. Aber denken die gar nicht nach, dass es da gar nichts zum Gießen gibt? Ich meine, Gartenschlauch macht doch keinen Sinn. Und selbst wenn sie drinnen Pflanzen haben, ich meine, hä? Da geht man doch nicht mit dem Gartenschlauch an. Egal, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.